begrüße euch ganz herzlich, meine Damen und Herren, zu diesem Abend hier, zu diesem Konzert. Es ist ein Konzert anlässlich des 16. Todestages des koreanischen Komponisten Isang Yun. Und ich freue mich sehr, dass Sie alle hier gekommen sind und dass wir diesen Abend gemeinsam verbringen können. Denn ich muss sagen, es ist auch für mich ein ganz, ganz besonderer Moment, denn es ist tatsächlich heute am 3. November 1995, dass Isang Yun verstorben ist. Und deswegen hat Isang Yun auch einen ganz besonderen Platz hier in diesem Programm heute Abend. Und zwar widmen wir ihm insgesamt zwei Werke. Und diese Werke sind absolut repräsentativ für seine Klangwelt. Sie haben vielleicht gerade eben schon gemerkt bei dem Stück Glissées, dass Isang Yun eine ganz eigene Tonsprache entwickelt hat. Da sind so viele Klangnuancen, so viele Facetten. Es ist so vielfältig, diese Musik. Es ist mal glitzernd, mal schillernd, mal haben wir raue Klänge im wahrsten Sinne. Und also diese große Vielfalt ist sicherlich auch darin zu begründen, dass Isang Yun nicht nur lange Zeit in Korea war, sondern ebenso im Westen gelebt hat, sprich hier in Deutschland, beziehungsweise hier in Berlin. Er war sogar dann später auch deutscher Staatsbürger geworden. Und er ist im Grunde, sehe ich ihn als die Verkörperung zweier Kulturen. Also er verbindet die ostasiatische Kultur mit der modernen europäischen Musik. Und er sagt selber über sich, dass er sich als einen aus Korea stammenden europäischen Komponisten tatsächlich selber auch sieht. Wenn ich Isang Yun höre oder eben auch selber spiele, kommt mir seine Musik eigentlich beinahe improvisatorisch vor. Also improvisatorisch nicht im Sinne von beliebig, das meine ich nicht. Ich meine improvisatorisch im Sinne von aus dem Moment entstehend. Mir kommt es immer so vor, als ob in diesem Moment, wo ich die Musik höre oder eben spiele, die Musik erst entstehen würde, erst wirklich komponiert würde.